So, hallo Leute, der Eiszeit88 wieder hier und wir spielen auch sofort weiter. Wir sind in Azitopia angekommen. Hier finden wir nun ja verschiedene, ich sag mal, Kammern, die wir durchdringen müssen und wir müssen zu A4. Dort ist das Labor unseres werten Professors. Aber wir können durch diese Barrieren erst durch, wenn dort oben diese Schießkugeln zerstört sind. Diese können wir mit dem Hund zerstören, wenn wir hier durchgehen. Dann schweben wir praktisch über diesen Ebenen drüber. Laden unseren Hund auf, beziehungsweise das Energielevel. Dann haben wir hier diese Nervtöter-Bastet-Dinger. Die werde ich von hier aus zerstören, weil wenn der Hund, wenn der Junge dazwischen kommt, die Dinger tun echt Schweineweh und das ist halt ziemlich nervig. Dazu, wenn wir diese Dinger killen, wie ihr seht, 2000 halten die aus. Und du erhältst 1000 Kreditkarten für einen Mob. Das heißt, hier kann man richtig geil Geld farmen. Aber ich hatte euch ja gesagt, drei Goldmünzen sind eine Kreditkarte wert. Also, es lohnt wirklich nicht. Es sei denn, ich meine, die sind ziemlich einfach zu besiegen. Die Erfahrung, die sie abgeben, ist auch recht stolz. Na, stirb nun. Mensch, ja. Ja, und so aussehen kann auch der Junge hier dran vorbei. Können wir hier unten noch lang? Ja, hier können wir auch lang. Aber gehen wir erstmal bei A2 rein. Schauen, was wir bei A2 finden. Komm, Jung. Erscheine. So, wieder durch diese Bodenschleuse. Na, komm schon. Aha. Was finden wir bei A2? Oh. Hier gibt es Shops. Was finden wir hier? Munition und Rüstungsprogramm. Auswahltreffen. Ja, erstmal Währungstausch. Krallen. Für jede Kralle 2 Kreditkarten. Der Gott des Konsums sei mit dir. Ach ja. Nee, stimmt gar nicht, was ich euch erzählt habe. Die Kreditkarten selber sind weniger wert. So, Juwelen. 4 Kreditkarten für jedes Juwel. Und schon haben wir 151.000 Kreditkarten. Auswahltreffen, Währungstausch. 8 Kreditkarten für jede Goldmünze. Gebongt. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen stinkreich, würde ich sagen. Stahlpanzer, Blitzableiter, Cyberhandschuh. Leute, wollen wir shoppen? Das Juwelenhalsband werde ich kaufen, den Rest werde ich lassen. Weil wir finden gleich noch jede Menge Ausrüstungsgegenstände hier, in denen wir hier durchlaufen. Von daher lassen wir das. Wurzeln haben wir komplett. Die Federn kosten hier 2000 Kreditkarten. Ethanol haben wir voll, Öl haben wir voll, Dynamit. Ja, 3000 Kreditkarten. Finde ich ein bisschen happig. Kaufen wir mal 50 ein. Nicht auf Max. Hier, unser Eisenerz machen wir voll. Pilze 600. Im Gegensatz zu den anderen Städten ist es hier wirklich schweineteuer. So, Federn 2000. Dynamit. Pah. Nee. Nicht wirklich. Rüsten wir unseren Hund aus. Und zwar das Juwelenhalsband. Ja, ein Silberhalsband hat 86 und unser Juwelenhalsband hat direkt 135 Verteidigung. Also, wenn man sich mal anguckt, unser Hund hat jetzt eine Abwehr von 577 und einen Angriff von 213. Ja, ich möchte meinen, dass das ein ziemlich krasser Unterschied ist zu unserem Jungen mit 127 Angriff und 258 Abwehr. Also er hat das Doppelte an Abwehr. Okay, es kommt halt noch die Ausrüstung hinzu von dem anderen Gegenstand, die wir gleich erhalten, aber damit kommen wir noch lange nicht an diese Abwehr dran. So, was erhalten wir hier? Objekt. Honig, Maximum Kuchen kaufen wir.
Flügel braucht man nicht. Elixier haben wir auch. Elfenstaub, Hafen. Komm, dann kaufen wir auch noch Flügel. So, haben wir alles. Aber man konnte hier noch... Moment. Ich meine, hier wäre das gewesen. Munition. Munition kaufen. Und zwar 10 Cyberbomben. Munition kaufen, 10 Cyberbomben. Ja, nein. Munition kaufen, 10 Cyberbomben. Ach, ne, das ist mir zu doof. Ja, Cyberbomben haben einen Angriff von 800. Benutzen wir mal, aber auch ihr werdet merken, der Brüller ist es jetzt nicht unbedingt. Wir können hier runter. Und kommen hier aus. Ist ein Inn, hier können wir Bubi machen. Ja, wollen wir aktivieren. Und wir schweben im Schlafen, ist das nicht niedlich, in einem Regenbogen. Vorgang abgeschlossen, tritt aus dem Stall heraus, möchtest du speichern? Jawohl. Danke. Und beam me up, Scotty. Wir kommen aus bei B2. Ja, der Bastard ist hier auf der anderen Seite. Hier ist er gar nicht da. Nach B2 sind wir gerade eben gereist. Hier wieder raus. Nach rechts geht nicht. Nach unten würde gehen. Nach links würde auch gehen. Das ist allerdings nicht, wo wir dann hingehen können. Und wir können nach C1. Und von C1 aus können wir dann nach C2. Über den genauen Weg bin ich mir nicht mehr im Plan, deswegen rund wir jetzt zwar rum, aber ich finde es eigentlich ganz in Ordnung hier. Also Asitopia hat mir eine Menge Spaß gemacht durchzuspielen. Auch wenn ich hier teilweise echt lange durch die Gegend geirrt bin. Und zack, Nummer 1. Tja, unser Junge schießt nochmal mit der Bazooka drauf. Hier gab es einen kleinen Trick mit den Dingern, wenn die schießen und wir weichen aus und wir haben aufgeladen, schießt er dadurch, dass wir abgedrückt haben, in dem, wo wir ausweichen, schießt der Hund nochmal mit dem aufgeladenen Schuss. Das heißt, wir machen praktisch doppelten Schaden, jetzt da sogar fast dreifachen Schaden. Ach. Nervensäge, hör auf zu ballern hier. Stirb, genau. Schauen wir mal, was uns bei C1 erwartet. Komm her, Jungs. Ups, das war unklug. Machen wir unseren epischen Knochenknüppel in die Hand. Den haben wir auch schon länger nicht mehr in der Griffel. Ja. Hier ist der Heizungsraum. Hier können wir allerdings noch nicht hin, weil wir verkokeln uns die Haut, wenn wir dagegen laufen. Das heißt, wir schauen. Der Bastet wird mit Sicherheit wieder da sein. Ich glaube, Bastet hießen die Dinge. Ach komm schon, hör auf zu nerven. Lalalala. Da seht ihr es, einmal drauf geschossen. Noch ein zweites Mal halten und nein, unser Junge trägt die falsche Waffe. Nimm die Bazooka, wenn du schon unbedingt gegen den Bastard spielen möchtest. Hier laufe ich grundsätzlich mit dem Hund rum, weil wir sowieso andauernd nach oben müssen und ja, weil er jetzt in dieser Gestalt halt einfach super viel Schaden macht. Na komm, rein hier. Rein da, sag dich. Ich verballere wieder Munition. Rein da. Genau, hier schalten wir das Lüftersystem an. Dadurch kühlen drüben die Heizstäbe ab.
Unser Bastard ist wieder da. Einmal voll draufhalten. Und die halt auch nochmal drauf. Und wir erreichen Level 27. Na komm schon. Komm, Junge.